Elisabeth Arzberger-Mandl eröffnet am Brucker Hauptplatz ihren neuen Concept-Store Tragbar. Das ist quasi ein Wortspiel für Tragen. Wir tragen die Mode, wir haben die Gastronomie mit der Bar und alles, was es eigentlich da gibt, kann man dann quasi als Mitbringsel oder Geschenke mit nach Hause tragen. In dem innovativen Geschäft am Kollermann-Wallisch-Platz werden Mode und Gastronomie auf kreative Weise miteinander verbunden. Für die Neo-Unternehmerin ist dieser Schritt eine absolute Herzensangelegenheit, wie sie sehr emotional bei der kleinen, aber feinen Eröffnungsfeier erzählt. Es soll ein Ort der Inspiration und Freude sein, den die Kapfenbergerin hier geschaffen hat. Die Dame ab 30 ist die Zielgruppe, aber bis Open End. Schön ist es auch, wenn die Herren mitkommen, weil die Kinder gerne an der Bar einen guten Drink trinken. Und die Dame kann gleich herkommen und sagen, ob ich fest gekleidet bin, ob es passt. Und vielleicht, wenn der Herr ein Achtel Wein getrunken hat, sitzt auf das Geldbörserl für die Frau ein bisschen leichter. Mit dem Segen von Dekan Meyer sollte sich dieser Wunsch doch hoffentlich erfüllen. Mit Tragbar setzt Elisabeth Arzberger-Mandl nicht nur auf ein neues Geschäft, sondern auf ein Erlebnis, das Bruck bereichern soll. Als Bürgermeisterin kann man nur froh sein. Es ist einmal eine andere Art und das kann schon was Besonderes sein und werden für die Stadt Bruck an der Mur. Es ist einfach wichtig und richtig. Es braucht Mut, sich in die Selbstständigkeit zu begeben. Die Jungunternehmerin sieht aber in der Kornmesserstadt großes Potenzial. Ich denke mir, schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Und wir haben jetzt in Bruck wieder ganz viele tolle Geschäfte, die mit tollen Wirtschaftstreibenden dahinter, die was bewirken wollen. Und ich glaube, gemeinsam sind wir da gut auf dem Weg. Es hat was für mich. Und für mich war ein anderer Standort nicht in Frage gekommen. Und ich wollte in meiner Heimat bleiben.